Hallo meine Lieben, ich hatte dieses Video gerade schon gedreht und jetzt konnte das nicht abgespielt werden. Dabei ist es so cool geworden, urschade, aber egal, das machen wir jetzt einfach noch einmal. Und zwar geht es in dem heutigen Video um Haarfarben. Ich habe bemerkt, dass es wirklich in letzter Zeit sehr, sehr viele Diskussionen über meine Haarfarben gab und meine Frisuren und so weiter. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mal ein paar Videos über Haare zu machen. Und ja, für die, die es nicht wissen, also ich mache gerade die Ausbildung zur Friseurin. Am 6. Dezember habe ich die Abschlussprüfung, also ich bin bald fertig. Und ja, ich möchte in den nächsten Videos euch ganz einfach ein paar Fragen beantworten, die ihr vielleicht habt, weil ich habe auch wirklich schon viele Fragen per E-Mail bekommen. Und es ist immer schwierig, das alles so genau per E-Mail zu erklären und so. Also wenn wirklich viele Fragen auftreten, also jetzt gleich, dann werde ich ein Video dazu machen. Also postet mir unbedingt, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Haaren habt oder so, drunter, was ihr gerne wissen möchtet. Und ich werde dann, wenn große Nachfrage besteht, ein Video dazu machen. Ich werde im Anschluss ein Video zu Was tun bei geschädigten Haaren drehen, weil die Frage kam sehr, sehr oft, was kann ich machen, wenn meine Haare kaputt sind, wenn ich Spliss habe und so weiter. Das Video werde ich im Anschluss drehen. Aber in diesem Video soll es jetzt einmal um etwas anderes gehen, und zwar um meine Haarfarben. Da ja scheinbar so ein großer Diskussionsbedarf besteht, werde ich euch jetzt erzählen, meine Geschichte der Haarfarben, wie das alles entstand und so, und euch auch, soweit ich sie habe, Fotos dazu einblenden. Ich mag jetzt nicht Fotos von irgendwelchen Alben zusammensuchen und die einscannen und so, viel zu faul. Aber was ich jetzt zufälligerweise noch am Computer habe und so, kann ich euch einblenden. Na gut, beginnen wir mal mit, wie ich noch ganz klein war. Also meine Naturfarbe ist blond. Früher war ich ganz, ganz hellblond, wie ich klein war, und dann wurde das so ein Arsch, eher ins Mittelblond gehende. Und ja, ich habe schon früh begonnen, mir immer was in die Haare reinzufärben und so, weil ich es immer total cool fand. Alles begann immer so, da war ich sicher erst 8, 9, 10 oder so, mit solchen kupferfarbenen Strähnen, die ich damals total cool fand, obwohl es in Wirklichkeit voll furchtbar aussah. Und danach folgten andere Farben von Strähnen, lilane, rote und so weiter. Und ich glaube, ich habe mir dann sogar mal alle mit irgend so einem Kupfer oder so getönt, und ich glaube, es sah furchtbar aus, keine Ahnung. Früher fand ich es cool, Hauptsache Haarfarbe. Und ja, ich weiß, dass ich dann nach diesen ganzen Strähnenattacken und so, obwohl ich die Lila dann am coolsten fand, das waren immer nur so, müsst ihr euch vorstellen, zwei so Strähnen darunter oder so, so auf, yeah, ich bin 10 oder 11 und habe schon eine Haarfarbe. Ich mir so Fotos davon ansehe, oh mein Gott, war total furchtbar, aber egal jetzt. Ich weiß, dass ich dann so mit 12, 13 Jahren meine Haare schwarz gefärbt habe, weil ich einfach älter aussehen wollte und keine Ahnung, fand das irgendwie total cool, gerade zu dieser Zeit. Und ja, ich sah dadurch älter aus und ich hatte dann noch schwarze Haare. Foto dazu kommt jetzt. Und ja, ich hatte diese Farbe auch sehr lang, also ich mochte sie. Ich mochte sie wirklich. Und irgendwann, nach dieser Schwarzphase, hatte ich dann Lust auf blond. Und ich habe dann meine Haare blondiert. Also ich habe von oben hier total viel rausgeteilt und das alles selbst blondiert, ganz oft. Ich kannte mich noch gar nicht aus oder so. Und ich habe das dann ganz oft blondiert und so. Und das war dann so ein schieres Orange, Gelb. Total hässlich. Aber so bin ich sogar eine Zeit lang rumgelaufen. Sünde über Sünde. Und ja, war furchtbar. Und danach habe ich aber diese Strähnen pink eingefärbt. Und Leute, das sah so geil aus. Also zu meinem damaligen Ich hat es damals irgendwie total gut gepasst. So wie ich damals drauf war, meine ganze Einstellung und so. Ich finde, damals hat es gepasst und es war irgendwie eine schöne Zeit mit diesem Pink. Ich meine, ja, man muss sich halt auch trauen, damit rumzulaufen und darf sich nichts denken, wenn dann die andere dann dumm anschaut oder so. Weil ja, läuft ja leider nicht jeder mit pinken Haaren rum. Aber ich fand es ganz cool und das hat dann immer so gewechselt zwischen Pink, so Magenta und Knallrot. Knallrot hatte ich dann auch. Wow, total krasse Zeiten einfach. Und das hatte ich eigentlich ziemlich lange, dieses Pink, Magenta, Rot. Und ich habe es total geliebt, es war schon auffällig, mir hat es gut gefallen, ja. Dann irgendwann ging ich zum Friseur und habe machen lassen so dunkelviolette Haare und so magentafarbene Strähnen einschweißen, das sah auch total cool aus, finde ich. Davon habe ich aber, glaube ich, kein Foto mehr, wenn nicht, blende ich es euch jetzt ein. Aber ich glaube, ich habe keins. Und ja, danach habe ich mir mal eingebildet, ich will blaue Strähnen haben, so in diese dunklen Haare, das hätte mir total gut gefallen. Aber irgendwie, die Friseurin hat dann gemeint, das geht nicht. Also ich frage mich bis jetzt, warum das eigentlich nicht geht.
ich hätte es einfach selber machen sollen, aber egal. Und die haben mir dann so knallrote Strähnen stattdessen reingemacht, die dann irgendwie dunkelrot waren. Also ich hatte dann so schwarz mit so dunkelroten Strähnen. Hatte ich auch über längere Zeit, also bis es nicht mehr schön aussah, aber irgendwie. Ich glaube, so das Must-Have war das nicht. Es war zwar so total auf düster aus und so. Und so richtig so, so richtig schwarz-rot halt. Ja, das hatte ich dann eine Zeit lang. Und jetzt muss ich überlegen, wie es weiterging. Ja, es ging so weiter, dass ich dann irgendwann beschlossen habe, wieder blond zu werden, um diese Farbe rauswachsen zu lassen, weil das im Blond umwandeln wäre, glaube ich, keine gute Idee gewesen. Und ich habe das auch wirklich durchgezogen, bis ich wieder bei meiner Naturhaarfarbe war. Dazu blende ich euch jetzt mal ein Foto ein. Ja, die Naturfarbe, irgendwie total langweilig, aber ich hatte sie dann eine Zeit lang, weil es hatte wirklich lange gedauert, bis ich sie wieder hatte. Ja, und dann habe ich mir irgendwann mal die Spitzen mit Lila eingefärbt davon, Foto dazu kommt jetzt. Und ich muss sagen, die Kombination war irgendwie cool, so dieses Natürliche mit diesem Lila, irgendwie finde ich es cool, auch im Nachhinein betrachtet. Ich finde, es war gar nicht so schlecht. Aber irgendwann wollte ich es halt auch nicht mehr. Dann habe ich das wieder weggeschnitten. Dann hatte ich wieder meine Naturfarbe. Die hatte ich dann auch noch wirklich eine Zeit lang. Und danach habe ich begonnen, meine Haare immer heller werden zu lassen. Und heller, habe ich selber gemacht. Irgendwann war ich dann mal bei einem Friseur. Und ja, da waren sie blond. Und blond hatte ich sie wirklich ewigst lange. Ich weiß gar nicht wie lange, aber sehr, 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 sehr lange. Und ich mag blond auch. Blond ist eine Farbe, die ich wirklich schön finde. Und ich finde, sie steht mir auch und sie war wirklich cool. Aber ja, blond ist halt immer so ein Fall für sich. Einmal eine falsche Farbe und alles ist wieder urschier. Weil ich vertrage das überhaupt nicht, wenn ich blond habe, das ins Gelbliche geht. Bei mir muss es immer so ins Arschig gerne sein, also so ins Gräulich gehen. Das ist richtig schön weißblond und so, wie ich es halt hatte. Ich blende euch mal ein paar Fotos davon ein, für die mich noch nicht wie blonden Haaren kannten. Hat mir irgendwie total gut gefallen, aber es wurde dann einfach schon zu umständlich mit der ganzen Färberei und so. Und es war irgendwie auch schon langweilig. Ich habe mir dann dazwischen noch diese schwarzen Strähnen hier vorne, also diese fast schwarzen, es war dunkelbraun, Strähnen reingefärbt. Foto dazu kommt jetzt. Und diese Kombination fand ich ehrlich gesagt total schön. Hat mir wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen. Und würde ich euch jederzeit wieder machen. Aber es war dann irgendwie langweilig schon mit der Zeit. Und ich wollte einfach, es war einfach eine Zeit für was Neues. So ein Zwischending war dann auch dieses Türkis mit diesem Blond. Da hatte ich dann hier so türkise Strähnen drinnen. Und das sah irgendwie auch ganz cool aus, aber es hat sich dann leider total schnell in die anderen Haare verwaschen. Weil ursprünglich war das lila Türkis, das lila sah man gar nicht mehr. Da war urviel Türkis, obwohl es so Strähnen sein sollten. Also es war cool, aber es hat sich leider total verwaschen. Was ich ein bisschen schade fand. Und ich möchte noch dazu sagen, dass ich auch schon mal, wie ich noch meine Naturfarbe hatte, unten türkise Haare hatte, was ich vorher total vergessen hatte zu erzählen. Und von diesen Sachen hier blende ich euch jetzt ganz einfach auch mal Fotos ein. Braun gefärbt. Fotos kommen jetzt. Und das war eigentlich eine sehr, 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 sehr schöne Farbe, die mir wirklich gut gefallen hat. Ich hatte auch noch diese lila Strähne drin, an diese flashige, ihr wisst schon. Aber ja, es war nichts für Dauer. Es war momentan okay, aber es war dann nicht hundertprozentig ich. So, nicht so ganz hundertprozentig meint. Und dann habe ich sie mir violett gefärbt, dunkelviolett. Und das fand ich total super. Also da hatte ich dann da diese flashlilane Strähne drin und ich blende euch mal ein Foto ein. Und das finde ich voll cool. Also die Farbe, die würde ich mir auch sofort wieder machen. Vielleicht mache ich sie auch wieder. Sie ist voll cool gewesen. Dieses Lila mit diesem Flashlila. War eine echt coole Kombination, finde ich. Nur dann habe ich mir eingebildet, ich muss wieder blond werden. Das war so vor 2 Wochen oder so. Und dann habe ich mir halt im ganzen Kopf so blonde Strähne machen lassen. Foto kommt jetzt. Habt ihr wahrscheinlich eh in dem letzten Video gesehen. Und ich muss sagen, so schlecht fand ich das gar nicht. 2 oder 3 Mal Strähnen und ich wäre wieder blond gewesen. Nur irgendwie, es war das, was mich an diesem Blond auch schon störte. Es hat wieder so matt ausgesehen, schon die Haare kaputt ausgesehen auf dieses Blond.
Und es war wirklich schön, so mit den Strähnen, auch vor allem für den Herbst und so. Aber irgendwie, hat auch meine Arbeitskollegen gemeint, haben die Haare dadurch voll glanzlos gewirkt und kaputt einfach. Und das war das Problem an der ganzen Sache. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt noch mehr Strähnen mache, noch mehr, dann schauen die noch kaputter aus. Und dann, nein. Jetzt habe ich beschlossen, wieder was anderes drüber zu geben, weil das Haar ist halt dann nicht so schön. Und jetzt haben wir zusammengemischt so ein Knallrot mit einem Magenta und rausgekommen ist halt das hier. Ich habe jetzt schon eine Tageslichtlampe, aber so flashen mit dem Tageslicht tut es nicht hier jetzt. Also es flasht total, es ist so total knallrot mit Magenta-Stich drinnen. Ich weiß nicht, vielleicht könnte das jetzt so ein bisschen besser sehen. Ja, ich habe Glitzerspray drinnen. Ich hatte vorher total das Bedürfnis nach Glitzerspray. Und ja, jedenfalls sind jetzt so knallrot mit Magenta. Und ich glaube, es ist nichts für da, aber momentan finde ich es total cool. Es ist mal was anderes, was ich noch gar nicht hatte, so in diesen Konstellationen. Vor allem, es schaut auch cool aus. Hier, wo die blonden Strähnen waren, flasht das jetzt voll. Und an den anderen Stellen ist es dunkler. Und ich finde es irgendwie total cool. Meine Kollegin findet es auch cool, die das gemacht hat. Und ja, für momentan finde ich es irgendwie total cool. Mal schauen, wie lange ich es haben werde. Mal schauen, was als nächstes kommen wird. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu den ganzen Geschichten sagt. Was ihr findet, was mir bis jetzt am besten steht. Wie ihr diese Haarfarbe findet. Ja. Und ihr könnt mir auch erzählen, was ihr so für Haarfarben habt. Gehabt hattet, vorhabt euch zu machen und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ich habe jetzt gar nichts auslassen bei dieser Story. Aber ja, wird schon passen, ne? So wichtig ist ja dann auch wieder nicht. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, die ihr beantwortet haben wollt per Video, dann postet das mal per Kommentar drunter. Ich werde jetzt gleich im Anschluss ein Video zu diesen geschädigten Haaren Fragen drehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!